Hallo liebe Modellbahnfreunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Es gibt Gesprächsbedarf. Wie ihr unschwer erkennen könnt, geht es um den ICE 4 von Märklin. Denn jetzt ganz aktuell ist das letzte Ergänzungswagenset auf den Markt gekommen, was drei weitere Wagen beinhaltet. Und zusammen mit dem einzelnen Ergänzungswagen, den es gibt, den man dann viermal erwerben muss, lässt sich die 12-teilige vorbildgerechte ICE 4 Garnitur nachbilden. Das Ganze können wir uns hier auch nochmal in der Betriebsanleitung ansehen. Und zwar benötigen wir für die 12-teilige Grundeinheit neben dem 5-teiligen Grundset das eben gezeigte 3er-Ergänzungswagen-Set und viermal den einzelnen Ergänzungswagen mit der Artikelnummer 43725. Und genau bei diesem einzelnen Ergänzungswagen, den man für die 12-teilige IC4-Einheit braucht, da hat Märklin meiner Meinung nach wirklich einen extremen Bock geschossen, den ich von Märklin bisher so nicht kannte. Dazu auf jeden Fall später mehr. Im ersten Schritt würde ich euch gerne ein paar Fahraufnahmen von der 12-teiligen Garnitur zeigen, die optisch schon sehr beeindruckend ist, wie ich finde, weil sie bringt wirklich fast 4 Meter auf die Platte. 3,72 Meter müssten es genau sein. Und das ist doch mal eine richtige Ansage. Und da meine Anlage ja die ein oder andere extreme Steigung aufzuweisen hat, war es für mich auch besonders interessant zu sehen, ob der Motorwagen genug Kraft besitzt, um die 12-teilige Einheit über die Platte zu bringen. Und falls ihr die Fahraufnahmen sowie auch mein Fazit zur Zugkraft des IC4-Modells überspringen wollt, dann könnt ihr über die Timestamps direkt zum Super-GAU von Märklin kommen. So, ich hoffe, es ist einigermaßen gut rübergekommen auf den Aufnahmen, aber wie ihr hier auch sehen könnt, besitzt der ICE 4 wirklich eine sehr gute Zugkraft und ist auch dazu in der Lage, 12-teilig hier meine Anlage zu überqueren, was wirklich nicht gerade einfach ist bei den Steigungen. Zudem ist auch die Fahrsicherheit und die Fahrstabilität von der knapp 4 Meter langen ICE 4 Einheit wirklich äußerst gut. Ich hatte weder beim Radius 1 noch bei den normalen Bogenweichen oder den normalen C-Gleisweichen Probleme mit Entgleisung oder ähnlichem. Also wenn ihr auch R1 auf eurer Anlage verbaut habt oder die normalen Bogen und normalen C-Gleisweichen verwendet, braucht ihr keine Sorgen zu haben. Das packt die ICE 4 problemlos. So, jetzt kommen wir aber zum absoluten Super-GAU, den Märklin geschossen hat hier bei dem IC4-Modell. Und zwar ist es das einzelne Ergänzungswagenset 43725, das man, wie eingangs erwähnt, viermal benötigt, um die vorbildgerechte 12-teilige IC4-Einheit nachzubilden. Beim Öffnen und Packen springt uns die Betriebsanleitung raus und jetzt kommt der Stickerbogen. Dieses Ergänzungswagenset, was man viermal benötigt für den 12-teiligen IC4, ist also immer identisch bedruckt. Und Märklin möchte jetzt, dass wir hier mit diesen Stickern den Wagen vorbildgerecht bekleben. Und da muss ich wirklich so deutlich sagen, bei einer UVP von 100 Euro und dem in meinen Augen nach wichtigsten Modell der Deutschen Bahn, ist es wirklich einfach unmöglich, dass wir hier Sticker beigelegt bekommen. Und wie ihr auch sehen könnt, ist es nicht gerade ein kleiner Stickerbogen. Und wir aufgefordert werden, die selber hier drauf zu kleben. Wie man ja auch bei dem Modell von Pico sehen kann, sollte es möglich sein, für einen so großen Hersteller die Wagen individuell und vorbildgerecht zu bedrucken. Und es war doch bisher auch immer ein Alleinstellungsmerkmal von Märklin, dass man die Loks und Wagen nicht erst aufwendig zurüsten musste, bevor man sie auf die Platte stellt, sondern dass sie direkt aus der Packung fertig ankamen.
So, aber auch wenn man jetzt dazu bereit ist, die Sticker auf seine teuren Wagen und Modelle anzubringen, wird man schnell feststellen, dass die Qualität der Sticker einfach nicht der des Drucks entspricht. Ich habe mir jetzt mal hier den einen Endwagen vom IC4 rausgeholt und da seht ihr dieses Psst-Symbol über den Wagenfenstern. Und wenn ihr euch jetzt mal im Vergleich dazu das Sticker-Symbol anschaut, sieht man doch, dass es da einen ja, dunkelgrauen Rand gibt und es also anders aussieht wie die bedruckte Stelle des Modells. Das heißt, auch wenn ich mir jetzt die Mühe mache und die Sticker einzeln auf die verschiedenen Wagen klebe, wird es nicht so aussehen wie bei den bedruckten Modellen. So, also kommen wir mal zum Fazit des Videos. Wie ihr wisst, bin ich eigentlich ein sehr großer Märklin-Freund. Ich würde sagen, ungefähr 80 bis 85% meines Fuhrparks bestehen aktuell aus Märklin-Modellen. Ich habe ja auch andere Neuheiten wie den 10-teiligen TGW letztens erst vorgestellt im vorherigen Video und bin da auch sehr zufrieden mit gewesen. Auch der ICE4 hat, wie ich finde, sehr gute Fahreigenschaften für so ein fast 4 Meter langes Modell und sieht optisch auch wirklich gut aus. Jetzt gab es hier mit dem riesigen Stickerbogen von Märklin, aber wie ich finde, den absoluten Super-GAU bei dem ICE4 Modell. Und ich kann einfach nur hoffen, auch an Märklin appellieren, dass sie hier nicht weiter mit Stickern arbeiten werden, sondern einfach dabei bleiben, wie auch die anderen Hersteller, mit dem Druckverfahren die sämtlichen Details einfach abzubilden. Insbesondere da wir auch gesehen haben, dass die Sticker von der Qualität her nicht an den Druck rankommen und optisch einfach nicht genauso aussehen wie die bedruckten Stellen. Ja, mich würde jetzt interessieren, wie eure Meinung ist zu den beigelegten Stickern von Märklin. Seht ihr es genauso wie ich, dass es ein Unding ist, für den Preis so viele Sticker beizulegen? Oder sagt ihr, es ist für euch in Ordnung? Oder ihr freut euch sogar darüber, dass ihr selber nochmal Hand anlegen könnt bei den Wagen? Schreibt es doch einfach gerne in die Kommentare. Würde mich, wie gesagt, sehr interessieren, wie ihr dazu steht. So, zum Abschluss des Videos würde ich euch jetzt noch ein paar weitere Aufnahmen des 12-teiligen ICE4 zeigen. Und auch noch einen kurzen Ausblick geben, was denn so in den nächsten Wochen und Monaten bei meiner Anlage ansteht. Ja, in den nächsten Tagen und Wochen möchte ich das Viaduktsegment auf jeden Fall weiter ausgestalten. Wie ihr auch schon sehen konntet bei den Fahraufnahmen, habe ich das Styrodurviadukt mit den Steinmatten von CR Kreativ bekleben können. Und ich finde, das hat die Optik des Viadukts einfach nochmal deutlich verbessert und es sieht nun einfach deutlich realistischer aus. Dann wird es noch ein weiteres Großprojekt auf meiner Anlage geben. Und zwar bekommt meine Anlage einen eigenen Anlagenhintergrund, der individuell für meine Szenerie ausgestaltet wurde. Dazu wird es auf jeden Fall ein eigenes Video geben, wo ich auch genau zeigen werde, wie ich diesen Anlagenhintergrund anbringen werde. Und darauf freue ich mich einfach schon sehr. Ja, und mit diesen letzten Gedanken möchte ich mich von euch verabschieden. Ich bin gespannt, ob ihr meinen Frust bezüglich der Sticker von Märklin auch nachvollziehen könnt oder ob ihr es völlig anders seht. In diesem Sinne macht's gut, danke fürs Einschalten und wir hören uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.